Hey ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr ein super leckeres, tolles DIY für den Muttertag machen könnt. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal mit euch eine leckere Marmelade, weil ich finde immer, zum Muttertag einfach mal der Mama was zu schenken, ist zwar immer schön und gut, man kauft ihr vielleicht einen Gutschein für die Maniküre, Pediküre oder Kosmetikerin oder eine tolle Creme oder Blumen, aber ich finde sowas selbstgemachtes ist dann immer irgendwie viel persönlicher und viel schöner und meistens auch günstiger. Und das Tolle an diesem Rezept ist, ihr müsst euch nicht unbedingt an das Obst halten, was ich euch hier vorschlage. Ich werde eine leckere Mischung machen aus Erdbeeren, Himbeeren und Brombeeren. Ihr könnt das Ganze natürlich nur mit Himbeeren machen oder nur mit Brombeeren. Oder ihr macht das Ganze nur mit Erdbeeren. Das, was ihr in eurem Supermarkt vorfindet. Ich würde mal sagen, ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr die leckerste Marmelade überhaupt für eure Mami machen könnt. Das erste, was ihr für die Marmelade braucht, sind 125 Gramm Himbeeren. Dann braucht ihr auch noch 125 Gramm Brombeeren. Dann brauchen wir noch ungefähr 250 Gramm Erdbeeren, weil insgesamt sollten es 500 Gramm Früchte sein. Dann brauchen wir noch eine halbe Zitrone, eine Packung Vanillezucker. Als nächstes brauche ich 250 Gramm von diesen 2-in-1 Gelierzucker. Dann noch handelsübliche Marmeladengläser oder ihr kauft euch diese günstigen 95 Cent Gläser vom Nanunana. Und das wären schon alle Zutaten für unsere leckere Marmelade. Wir brauchen zunächst einen Kochlöffel und einen Kochtopf und ich stelle hier den Herd auf mittlere Stufe ein. Und jetzt kommt einfach nur nacheinander das Obst rein. Zunächst die Himbeeren, dann die Brombeeren und dann die Erdbeeren. In den Kochtopf kommen noch die 250 Gramm Gelierzucker jetzt rein. Dann nehme ich noch meine halbe Zitrone und presse die aus. Dann als nächstes kommt noch der Vanillezucker, die ganze Packung. Und das Ganze lasse ich jetzt erstmal so vor sich hin köcheln und vermische das Ganze erstmal. Ich warte jetzt, bis die Beerenmischung vor sich hin kocht und in der Zwischenzeit nehme ich meine Marmeladengläser und fülle sie mit heißem kochendem Wasser. Zum einen, um sie zu desinfizieren und zum anderen, um sie an die Hitze von der Marmelade zu gewöhnen. Nicht, dass eure Marmeladengläser dann zerspringen. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn die Beerenmischung hier angefangen hat zu kochen, nehme ich mein iPhone, stelle meine Stoppuhr und warte, dass genau 4 Minuten vorbeigehen und nehme dann nach den 4 Minuten diese ganze kochende Marmeladenmischung einfach vom Herd. Wenn ihr etwas jünger seid, kann es sein, dass ihr bei diesem Schritt etwas Hilfe benötigt. Und zwar nehmt ihr euren Geschirrtuch und kippt das Wasser aus dem heißen Marmeladenglas raus. Dann sind die Marmeladengläser jetzt fertig, um die Marmelade reinzufüllen. Ich fülle jetzt meine Marmeladengläser bis zum Rand nach oben hin voll, werde den Schraubverschluss drauf tun und sie auf den Kopf stellen. Dasselbe mache ich natürlich mit meinen Nanunana-Gläsern und stelle sie ebenfalls auf den Kopf und lasse das Ganze jetzt einfach etwas abkühlen. Da das Ganze ein Muttertagsgeschenk wird, werden wir das Ganze natürlich auch noch hübsch machen. Und dazu brauchen wir ein paar Etiketten und Geschenkbänder. Die Geschenkbänder habe ich ebenfalls vom Nanunana gekauft. Das erste, was ich mache, ich werde mein Etikett zunächst beschriften. Dann werde ich ein Stück von dem Geschenkband abschneiden. Das Geschenkband werde ich jetzt auch noch ein bisschen verdrehen, um das Marmeladenglas herum einfach verknoten und eine hübsche Schleife drumherum machen. Dann werde ich noch das Etikett nehmen und sauber draufkleben. Und et voilà, fertig ist unsere leckere Marmelade. Das ganze Haus duftet bei mir wirklich unendlich nach Himbeere und Brombeere und Erdbeeren und ich liebe den Geruch, als wäre ich irgendwie in so einer Marmeladenfabrik. Es riecht sehr gut. Euch steht für einen tollen Muttertag nichts mehr im Wege. Ihr müsst eurer Mami nur noch ein leckeres Frühstück machen und frische Brötchen, eure selbstgemachte Marmelade und ich glaube, jede Mami wird dann hin und weg sein. Ich habe mir die Marmelade hier schon aufs Brot geschmiert und ja, ich bin voll gespannt, wie sie schmeckt. Ich glaube, ich sollte jetzt erstmal reinbeißen, bevor ich hier weit schwätze. Ich freue mich auf eure ganzen Bilder auf Instagram, Facebook, Twitter. Ich freue mich schon voll drauf, wenn ich überall lesen werde. Ja, das ist die Marmelade, die ich für meine Mama gemacht habe. Ich würde mich wirklich freuen. Wenn ihr zu jung seid oder so in der Küche mit heißem Wasser nicht umgehen könnt, nehmt eine ältere Schwester, ältere Freundin, euren Papa oder sonst jemanden, der euch bitte beim Umschütten mit dem heißen Wasser, ja, hilft. Nicht, dass es heißt, ich habe mich wegen dir verbrannt, das will ich nicht lesen. Kriege hier Panik. Doch bevor ich das Video jetzt hier an dieser Stelle beende, meine heutige Videofrage. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, was würdet ihr euch wollen, dass ich als nächstes backe? Wollt ihr von mir wissen, wie man leckere Sonntagsbrötchen backt? Oder wollt ihr von mir wissen, wie man Thronentarte macht? Oder Soufflé? Oder andere Sachen. Soufflé ist nämlich nicht so schwer. Schreibt mir einfach in den Kommentaren, was ihr von mir sehen wollt und für welche Anlässe ihr vielleicht auch noch ein Backtutorial haben wollt. So, das war es jetzt von meiner Seite und ich werde jetzt die leckere Marmeladenbrot hier noch zu Ende essen und ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr heute tut und bis zum nächsten Mal.